auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Okay. Wir müssen jetzt noch mal... Ach komm, streichen wir mal kurz den Hund hier. Ja, brav. So. Alter, das ist jetzt nicht derselbe Hügel, oder? Alter, dann hätte ich mich aber richtig aufgeregt. Kann ja noch was werden. Oh! Ah, verdammt! Ja. Allein schon am Arsch! Hat der kleine Pimmel uns hier fast gekillt. Dreckstöhle. Nee, Dreckswolf. Ja, nicht mit mir hier. Zack, verreckt hier. Jetzt erstmal schön häuten hier. Haben wir nochmal schön Wolfsfell bekommen. Ach, haben wir gleich beide? Das ist ja geil. Nee, nicht beide. Nur einen. Oh, wir haben uns ein bisschen eingesaut. Ein klein wenig. Ich dachte, da wäre schon wieder ein Wolf. Ah, kratzen und weiter klettern. Toll, Mann. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das ja gleich kombinieren können hier beides. Ach, da ist noch ein Wolf. Zack. Und nochmal Wolfspelz. So, ich möchte mal wissen, was man mit dem ganzen Pelz machen soll. Ich meine, ist der nur zum Verkauf, oder? Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, gucke ich da mal die Läden, klapper ich mal ein bisschen ab und guck mal, ob ich das... Scheiße, ich muss genau dahin, wo die Klunker waren. So, sorry, ich musste gerade nochmal hier Aufnahme neu starten. Nicht? So, darüber noch. Scheiße, das ist genau da, wo die Klunker waren. Am Arsch. Na, hier, super. Yay, interagieren. Pflücken wir mal ein paar Blumen. Ja, den Boden brauchst du danach nicht abzusuchen. Da höre ich doch schon wieder einen Wolf, oder? Ach, die Musik ist gerade ein bisschen zu laut. Die stelle ich noch mal ein klein wenig leiser gerade. Animus-Datenbank, bla bla bla, da. Allgemein. So. Und weiter geht's. Hier lang. Ah, das sind Kühe, keine Wölfe. Och, 180. Leckt mich doch. Dahin müssen wir ihn bringen. Ich würde sagen, danach hole ich mir den Klunker da. Dann kann ich ihn dort abgeben. Dann mache ich ein paar maritime Missionen wahrscheinlich noch. Wenn danach nicht noch Dings anliegt. Noch mehr Siedlungsmissionen. Ich denke, da werde ich nach Möglichkeit alle machen bei den Siedlungsmissionen. Weil ich wissen will, wie sie das, wie sie die Auswirkungen, also was für Auswirkungen das letztendlich hat. Ob das Auswirkungen hat irgendwie. Also keine spielerischen, aber aufs Aussehen der Stadt und so bezogen. Achso, ich dachte, ist der im Scheißhaus? Ja, schöne Bude hat er. Alter. Bist du da drin? Was macht der da drin? Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, no, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Ach, jetzt ist er auf einmal ein Experte, der kleine Pisser, oder was? Kupfererz und andere Gegenstände stehen nun bei Norris zur Verfügung. Wird die Mine eigentlich auch größer?
Oh ja, witzig. Schön. Gucken wir mal kurz. Ach, bis hierhin, okay. Ja, ja, ja. So, jetzt sind wir wieder raus hier. Alter Schwede, okay. Och, noch zwei Siedlungsmissionen, was? Na gut. Auch die werden noch gemacht. Juhu, Waschbärenpelz. Mehr Pelze. Ich weiß nicht, wozu die gut sind, aber warum nicht? Nicht? Wenn ich es heute nicht mehr in die nächste Stadt schaffen sollte, dann werde ich einfach mal googeln, wozu das Fell genug da ist. Genau da ist. Ja, noch hier ein bisschen Biberfell. Ach, bleib hier. Wo bist du? Da. Da, da, da. Ha. Und den hier natürlich auch noch. Was haben wir da gerade bekommen? Casutreum? Caso. Was? Castoreum. Okay. Oh, noch ein Biber. Ich will noch ein drittes Castoreum haben. Oder ein viertes. Komm, wenn ich schon dabei bin. Alle Tiere, die ich treffe, häute ich einfach und dann. Ich weiß ja auch nicht, wie vielfell ich brauche oder so. Oder. Ich weiß nicht mal, wozu das gut ist. Also. Warum mache ich das eigentlich? Egal, ich kann's. Nicht? So, wem dürfen wir denn jetzt wieder mal helfen? Ach, wieder den beiden Spacken. Lust auf ein Spiel? Mich besiegt ihr doch. Och. Na, ich mache euch fertig. Ich sehe, vertragt ihr euch wieder. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltsbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Haha. Okay, wie soll ich das spielen? Okay. Wohin soll ich überhaupt zielen? Ach so. Ah, okay. Wurftyp. Lob. Ja, das ist doch ganz gut. Ein Punkt, juhu! Na los, komm, verkack jetzt voll. Ja, Der beste Wurf, seit ich dieses Spiel spiele. Ja, ja. Nein. Normale Ansicht. Gerader Wurf. Hauen wir den mal weg, da was? Jawohl. Oh, naja. Gut. Oh. Perfekter Wurf, oder was? Ja, allein schon. Ich wollte gerade sagen, jetzt helfe ich dem auch noch hier. Okay. Oh, vielen Dank. Wie nett von ihm. Jetzt komm, jetzt verkack es. Am Arsch, du kleiner Facker hier. Ja, zwei. Oh, sauber rangelegt, das Ding. So, versuchen wir mal was. Sollte reichen, hoffentlich. Nein! Nein! Verdammt! Jetzt habe ich das Spiel gegen diesen Spacken da verloren, ey. Ja, genau, der macht mal eben drei Punkte, der kleine Facker. Ja, bedauernswert.
Komm, ich ramme ihm meine versteckte Klinge in den Rücken. Komm her, wo bist du? Am Arschladen! Ressourcen des Waldes können nun bei den Holzfällern erworben werden. Okay. Also Holz. Oh, cool. Weltweit in den Top 50. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, da gibt es ein Spiel, da gibt es ein Spiel, da gibt es noch eine Siedlungsmission, die gemacht werden will. 160 Meter. Na, wenigstens keine 400. Nicht. Gut, ich denke mal, danach war es das dann auch. Oder es kommen noch mehr. Wir werden dann, denke ich mal, die maritimen Missionen machen, die anstehen. Wenn welche anstehen. Wer war PR noch gleich? Ach, Prudence. Die Olle. Ja. Willst du es ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt, weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ach, wir können auch einen Kaiserschnitt durchführen. Kein Problem. Cool, haben wir hier einen Arzt in der Stadt. Der kann bestimmt dann Gift machen. Und dann können wir Giftpfeile machen. Sehr gut. Dann müssen wir nach Boston dafür wieder. Klasse. Am Arsch. Gut, hier liegt nichts mehr an. Dann würde ich sagen, Hinkebein-Mission. Aber zum Hafen können wir nachher. Schnellreise und los. Ja, dann müssen wir mal bei Gelegenheit in Boston vorbeischauen. Machen wir vielleicht dann direkt hier nach oder so. Schau ich mal. Erstmal geht's jetzt ganz hier ans Ende zu den Klunker. Zu dem Klunker. Ach ja. Oh, Feind. Nein! Verdammte Scheiße, Leertaste. Oh, Drecksviecher, ey. Komm her. Komm her. Na los, komm her. Oh, toll, bin ich da verrückt. Ja, jetzt Q drücken. Jetzt werde ich hier von Wölfen gefickt oder was? Am Arsch. Und jetzt lecken die mir das Gesicht ab. Was sind das für komische Viecher, ey? Ach. Okay, die wollten es nicht anders. Sollen die haben, die kleinen Pissnaken hier. Los, komm her. Bam. Oh, super, nicht mit der Axt, nicht mal. Schade. So, wo ist denn? Da. Zack. Und tschüss. Drecksviecher, ey. So. Und da haben wir auch schon den Klunker Nummer 6 von 6. 3 von 4 in der Siedlung, aber 6 von 6 insgesamt. Jawohl, können wir zu Hinkebein. Und mal schauen, was der diesmal für uns hat. Wieder war das Briefkarte. Zeig mal her, Captain. Gefällt mir. Gut für dich. War ein Brief, okay. Den Rest hole ich mir später. Wie viel brauche ich denn diesmal? Dead Chest Island untersuchen und Kids früheres Crewmitglied finden. 14 Klunker, achso. Ah, insgesamt 14, ja, okay. Ja, okay, das geht ja noch. So, Kollege, dann zeig mal her, was hast du denn hier? Achso, ja, das haben wir ja schon Kanonen. Rumpfverstärkung aus Eisen, Alter, kann man noch weiter aufrüsten. Hagelladung, verbessertes Ruder, Spitzgeschoss, Rammsporn. Alter, da kann man auch so viel Geld reinstecken, ne?
Kranker Scheiß.